Herzlich willkommen zu Türchen Nummer 9 von meinen Tauschkalendern und meinem IKEA Adventskalender. Naja, und dann habe ich ja noch den Rotbäckchen und da war heute Immunstark drin. Ja, den trinke ich dann wie immer später. Und die 9, ihr seht, mir ist hier ein bisschen was kaputt gegangen an meinem Kalender, aber es ist ja nicht so schlimm. Die 9 ist hier. Und ich guck mal, hier unten waren wir ja noch gar nicht. Haben wir ja noch gar nicht groß geguckt. So. Und da ist der hier in der Nähe. Ah ja, und der macht hier anscheinend so ein Holzpferdchen. So, dann machen wir mal auf und schauen mal, was sich heute dahinter verbirgt. Aha, heute lernen wir wieder ein bisschen Schwäbisch und zwar Schwedisch, nicht Schwäbisch. Und zwar lernen wir heute das Wort Glühwein. Und an Schokolade haben wir hier so ein leckeres Teilchen. Dunkle Schokolade gefüllt mit weißer und da drin ist eine Haselnuss oder Mandel, weiß ich noch nicht genau. Es war eine Haselnuss. Und ihr seht, da drin ist noch eine Creme. Mhm. Ja, ist ganz lecker. Und dann schaue ich mal nach dem Glühwein. Wusstest du schon, was Glühwein auf Schwedisch heißt? Wenn du es wissen willst, tippe auf den Begriff. Glück. Ach, was für eine Überraschung. Das hätte man sich ja eigentlich auch denken können, nicht? Okay, so, das wäre der IKEA-Adventskalender. Und heute packe ich zuerst das von Miss Buchreis aus. Ja, und da ich beim Raten immer so schlecht bin, ich würde sagen, hier ist Papier drin. Und hier ist aber noch irgendwas obendrauf geklebt. Oder es gehört dazu und ich habe es völlig falsch erraten. Keine Ahnung. Gleich werden wir es wissen. Ja, und das Papier habe ich auch noch nicht gesehen, weil das ist hier mit solchen Luftknockern. Und es sind Sticker, wenn ich das richtig sehe. Das war ein ganzer Stapel. Cool, und hier so eine Halloween-Spinne. Oben drauf, ja, und das finde ich cool, weil ich hatte ihr vor ein paar Tagen hatte ich ihr auch was mit Halloween reingepackt, nämlich so ein paar Schaumstoff-Sticker. So, und dann schauen wir mal. Hier haben wir verschiedene Sticker für Weihnachten. Oh, hier ist so eine ganze, da kann man eine komplette Karte irgendwie draus machen, die so eine Geschichte erzählt. Hier gehen welche mit der Laterne, Schneemann, dann hier der Weihnachtsmann, der mit einem Stuhl und Schlittschuhen übers Eis fährt anscheinend. Hier oben steht Winter drin. Viele Punkte und Sterne oder Kreise und Sterne haben wir hier. Das ist vielleicht ein Ring. Könnte das sein. Und hier fahren noch ein paar Kinder mit dem Schlitten. Und hier ist der Weihnachtsbaum und da wird der Weihnachtsbaum nach Hause gebracht. Ja. Oh ja, die sind wirklich sehr schön hier. Ich zeige euch die mal. Immer mit dieser Lampe, das blendet immer so, ne? Aber ohne ist es leider zu dunkel. So, und hier haben wir dann eine Kirche, ein Haus und tanzende Leute. Und das wiederholt sich so ein bisschen. Okay, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Das sind Buchstaben hier. Und hier, das sieht so ein bisschen aus wie so Fensterbilder oder so. Und hier haben wir noch zwei Bögen mit grünen Sachen. Ja, schön, das kommt in meine Weihnachtskiste. Und hier würde ich behaupten,
dass hier vielleicht ein großer Stempel drin ist. Also es fühlt sich irgendwie wie ein großer Stempel oder so an. Aber ich mache es heute überhaupt nicht spannend. Ich gucke direkt nach. Nee, komplett unrig. Es sind Tüten, aber die sind cool. Solche Weihnachtstüten mit Merry Christmas. Und ich mache hier gerade mal das Ding auf und zeige euch die einmal. Ja, die sind echt schön. Merry Christmas, the great present was. Okay. Prepared for you. Das weiß ich nicht, was es bedeutet. Muss ich mal nachgucken. Mein Englisch ist auch ganz schön eingerostet, seitdem ich nicht mehr wirklich viel Englisch sprechen muss. Die ganzen Flüchtlinge, mit denen ich mich viel beschäftigt habe oder ja, da so ein bisschen sozial aktiv war, die können mittlerweile alle Deutsch. Wir sprechen kein Englisch mehr miteinander und da rostet das total schnell wieder ein. Ich zeige es euch mal, dann könnt ihr es selber lesen. Wenn euer Englisch besser ist als meins. So, und hier oben sind dann so Briefmarken drauf. Ja, und die finde ich echt schön. Und die kommen halt auch zu meinem Weihnachtssortiment. Die finde ich auch ganz cool, wenn man so eine kleine Weihnachtskarte vielleicht hat. Oder einfach so ein paar Weihnachtskleinigkeiten. Ja, auf jeden Fall schön. Jo, das war es dann auch schon mit meinem Adventskalender heute. Ja, wie gesagt, ich habe heute das mal nicht so in die Länge gezogen. Und ich hoffe, das ist für euch auch okay. Und sage tschüss, bis morgen.